Hallöchen, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück im Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer die Maritzel und stehe mal wieder auf der Elmenkrieg vor dem Händler. Und dann wisst ihr schon, es gibt wieder eine Mod-Vorstellung. Diesmal auch wieder von Manfred von Austria Agra. Es geht um einen Traktor, der mich besonders interessiert im Moment. Den schauen wir uns jetzt mal an. Es gibt beim Händler eine Rubrik Austria Agra. Da schauen wir mal rein. Und da sehen wir natürlich mehrere. Aber mich besonders interessiert heute der Klaas Xerion Bioturbo Methane E-Motor. Der kostet 337.500 Euro. Er hat bis 1130 PS, ein Volumen von 640 Litern Sprit und kann 60 Kilometer schnell fahren. Er wiegt 18,9 Tonnen. Das ist natürlich bei weitem nicht alles. Ihr seht schon, wir haben hier jede Menge der Auswahl wieder, die wir treffen können. Wir haben natürlich die Reifenhersteller, das kennt man ja schon von vielen anderen Fahrzeugen her. Und wir haben auch die Möglichkeit, der Reifenvariante jetzt auszusuchen. Also die Reifenvariante, das ist ja wieder ein Deutsch. Nee. Also Standardbereifung haben wir hier. Dann eine Breitreifengeschichte. Wir haben die Pflegebereifung. Ihr seht schon, das ist ein Fahrzeug, das sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist. Natürlich gibt es auch die Zwillingsbereifung. Schaut euch das mal an. Das sind Schluffen, ne? Und wir haben auch noch das Laufband dabei. Schaut euch das an. Also hier bleibt wirklich kein Wunsch mehr offen. Das ist ein Traktor, der ist wirklich universell einsetzbar. Zu jedem Zweck. Dann haben wir hier, Moment, wir waren ja hier noch hier oben bei den Reifen. So, ich nehme mir mal jetzt die Breitreifen zur Auswahl. Lasse ich mal so, wie sie jetzt sind. Dann haben wir natürlich Auswahl an Motoren. Wir haben jetzt hier als erste Stufe den Xerion 4000 Biturbo. Der hat 519 PS zu bieten. Dann haben wir den Xerion 4500 Methan. Also ein Traktor, der auch mit Methan angetrieben werden kann. Dann hat er 583 PS. Dann haben wir hier nochmal einen Xerion 5000 Biturbo Motor von 830 PS. Und wir haben noch einen Xerion 5000 Methan Motor von 894 PS Stärke. Das ist unglaublich. Und natürlich gibt es auch einen E-Motor. Xerion 5000 E-Motor. Der hat dann sage und schreibe 1130 PS. Das ist eine Stärke, die ist fast unvorstellbar. Der zieht also alles. Ein tolles Teil. Den Motor lasse ich jetzt mal drin. Natürlich haben wir die Farbenauswahl wieder, unter anderem die Hauptfarbe. Sehr viel Auswahlmöglichkeiten. Ich nehme diesmal einfach mal ein dunkles Rot. Dann haben wir auch die Möglichkeit, eine Designfarbe auszuwählen. Da bin ich aber gespannt, was das für eine Region an dem Fahrzeug ist. Ich nehme mal ein Blau. Aha. Das ist also das Dach. Ich würde sagen, da greifen wir mal zu einem Schwarz. Das passt gut zu Rot. Und dann haben wir auch noch die Felgenfarbe, die wir auswählen können. Natürlich genauso viel Auswahl. Das ist also schon extrem. Ja, aber ich glaube, ich nehme hier ein Schwarz. Das passt richtig gut dazu. Ja, genau, das ist gut. Natürlich kann man auch wieder das Kennzeichen auswählen, ganz klar. Das brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt zu machen. Eine Information dazu ist noch, dass dieser Traktor zum Methan-Pack gehört, was Manfred da gemacht hat. Da gehören viele, viele Sachen dazu und das gehört unter anderem auch mit dazu. Jetzt werden wir uns den Traktor mal im Tageslicht anschauen. Den kaufe ich jetzt. So. Und da wollen wir mal schauen. Bin gespannt.
Ja, also das ist ein großes Teil. Das sieht man schon von weitem. Ja, aber wer so viel Kraft hat, der muss auch eine gewisse Größe haben, finde ich. Ich mache mal diese Anzeigengeschichte weg jetzt hier erstmal. Die Hand stört mich. So, also jetzt können wir mal richtig dran und den genauer anschauen. Schaut mal, der ist also wieder, ja, ganz klar. Oh, ich habe schon wieder den starken Bauern. Das ist nicht gut. So, jetzt, aber jetzt haben wir ihn weg. Ja, also ganz, ganz astrein. Super Qualität, LS22, ganz klar, wie man das jetzt auch mittlerweile wirklich kennt. Sehr schön gestaltet, eine wunderbare Textur, alles sauber, alles ordentlich, die Reifen sehen toll aus. Ganz feine Sache. Wunderbar. Sehr schön gearbeitet alles. Schaut euch das mal an, diese Vielfalt hier. Das muss man erst mal hinkriegen. Also toll gemacht. So, jetzt mache ich die Anzeigen aber wieder an und steige mal ein. Ja, dann schalten wir den doch mal an. Wir wollen ja hören, wie er sich anhört, ne? Das ist jetzt der E-Motor mit diesen über 1000 PS. Das ist ein Sound, der mir schon so richtig gut gefällt. Das ist doch Musik in den Ohren, oder? Man hört doch ganz deutlich den Turbo, jawohl. Wunderbar, ein tolles Teil. Wie sieht er denn von innen aus? Ich schalte noch mal aus. Jetzt wollen wir den auch von innen sehen, ne? Natürlich habe ich das nicht anders erwartet, dass auch hier eine wunderbare, saubere Qualität ist. LS22, ganz klar. Wunderbar, sehr gut gemacht. Schalten wir nochmal an. Natürlich funktionieren auch die Anzeigen. Und wenn ich mich bewege, sehe ich auch, dass die Außenspiegel funktionieren. Sehr schön. Ja, das ist doch klasse. Richtig gut, das gefällt mir. Da schauen wir noch mal von außen, denn ich will ja auch noch schauen, wie das Licht funktioniert von diesem tollen Teil. Gucken wir mal. Ja, klar, supi, guckt mal, ein wunderbares helles Licht. Natürlich auch nach hinten LED, ganz klar. Da bleibt kein Wunsch mehr offen. Eine wunderbare Beleuchtung, da kann man auch nachts tätig sein, wenn das mal nötig ist. Da sieht man eigentlich alles, ne? Sehr schön gemacht. Okay. Dann wollen wir das gute Stück mal in Bewegung setzen. Und ich sehe Allrad. Ja. Dann ist er auch noch richtig gut zu bewegen, zu lenken. Ganz klarer Fall. Und er schafft mehr als 600 Mann. Zungensalat. Er schafft mehr als 60 PS. Schaut euch das mal an. Sogar 63. Jetzt werden wir mal gucken, wie er auf der Straße sich verhält. Ich mache mir eine schöne, enge, flotte Kurve hier. Mit Vollkaracho. Sehr gute Straßenlage. Der kippt nicht um. Und der lässt sich wunderbar fahren und lenken. Enge Kurven durch die Allradgeschichte. Also das ist ja alles vom Feinsten. Hier ist ja alles vereint, was das Herz begehrt. Kann man gar nicht anders sagen. Ja, meine lieben Zuschauer, sehr viel mehr bleibt mir ja da gar nicht mehr übrig zu sagen. Vielen, vielen herzlichen Dank an Manfred für diesen tollen Mod wieder. Das ist eine feine Sache. Also, das ist ein Traktor vom Feinsten, muss ich sagen. Der gefällt mir unglaublich gut. Den werde ich wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, den werde ich ganz bestimmt in meine Sammlung aufnehmen und mit dem auch was tun. Ein tolles Teil. Ja, meine lieben Zuschauer, das wäre es eigentlich für heute. Der Manfred und ich, wir freuen uns über eure Kommentare, sind ganz gespannt, was ihr meint. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir bitte einen Daumen da. Darüber freue ich mich riesig. In dem Sinne sage ich jetzt Tschüssi für heute. Bis zum nächsten Mal, eure Maritzel.